Sie nennen ihn Golden Bolt in Anspielung auf den jamaikanischen Sprintstar Usain Bolt. So schnell wie der ist der Japaner Hidekichi Miyazaki nicht. Er braucht für die 100 Meter knapp unter 30 Sekunden. Für einen 103-Jährigen keine schlechte Zeit. Andere sind in dem Alter froh, wenn sie noch die Treppen hochkommen. Ich habe kein besonderes Geheimnis. Es ist einfach so, dass ich einen kleinen Körper habe. Ich achte darauf, was ich esse. Jeden Bissen kaue ich 30 Mal, bevor ich ihn herunterschlucke. So ist mein Magen glücklich. Er gehört zu den gut 6000 Senioren in Japan, die ihre Kräfte regelmäßig in landesweiten Wettkämpfen messen. Die Altersklassen reichen bis weit über 100 Jahre. Unter den Athleten sind viele Läufer. Die 85-jährige Mitsue Tsuchi hat sich für den Mehrkampf entschieden. Ich bin alt. Ich weiß nicht, wann der Tod kommt. Aber solange ich kann, mache ich weiter Sport. Mit 78 Jahren ist Yoko Nakono fast noch ein Küken. Aber in ihrer Altersklasse hält sie den Weltrekord im Marathon. Im vergangenen Jahr musste sie wegen einer Magenoperation ins Krankenhaus. Dort hielt sie sich fit, indem sie jeden Tag 7 Kilometer über die Flure lief. Ein Viertel von Japans Bevölkerung ist älter als 65 Jahre. Doch diese Athleten stellen eindrucksvoll unter Beweis, welche Leistungen auch im hohen Alter noch möglich sind.